Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es wieder um Sea of Thieves. Genauer gesagt geht es heute um das sogenannte Voyager-System. Wobei ich Voyager-System relativ frei übersetzen würde mit Reisesystem bzw. auch sowas wie eine Questreihe. Darüber haben Senior Designer Andrew Preston und Senior Designerin Shelley Preston in dem letzten Video gesprochen. Die beiden Entwickler haben darüber einfach gesprochen, wie das Quest-Design in Sea of Thieves aussehen wird und wie die Geschichten rund um eure Crew erzählt werden sollen. So wird es eine visuelle und eine auditive Erzählweise geben. Das Spiel ist ja bekanntermaßen ein Open-World-Spiel, dennoch sollen die Quests nicht einfach lieblos abgehandelt werden, sondern es soll den Spieler mit integrieren. So wird visuell zu Beginn einer Reise zum Beispiel der Name des Abenteuers eingeblendet und die Namen der Spieler, die an diesem teilnehmen werden. Auditiv wird dann immer passend Musik eingespielt werden, sofern etwas Besonderes geschieht. Je länger ein Abenteuer geht, desto häufiger wird Musik eingespielt und auch die in Anführungszeichen Cutscenes, also mit diesen schwarzen Balken oben und unten, werden auch häufiger vorkommen, wie man zum Beispiel im Gameplay sieht, wenn zum Beispiel ein Schatz ausgegraben wird oder wenn die Quest halt beginnt. All das soll halt zu einer passenden Stimmung des Abenteuers beitragen und einen quasi in so einen richtigen Mood, also in eine richtige Stimmung reinversetzen. Und das Zusammengehörigkeitsgefühl soll durch das Anzeigen der Namen zu Beginn einer Quest gesteigert werden. Zu Beginn der Entwicklung sah das alles noch ein bisschen anders aus. Da waren die Quests einfach noch auf eine Karte beschränkt, beziehungsweise auf eine Schatzkarte, wo man dann einfach auf eine Insel gefahren ist, um dort den Schatz zu suchen und dann zurück zum Außenposten gebracht hat. Und das war es dann. Das war den Entwicklern allerdings so plump, deswegen haben sie das Voyager-System eingeführt. Jetzt besteht eine Quest aus mehreren Teilen, die einen dann an verschiedene Orte bringt. Theoretisch wäre es also möglich, dass eine Quest so umfangreich ist, dass man erstmal alle Inseln besuchen müsste, die es in Sea of Thieves geben würde. Ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich, allerdings wäre es möglich. Durch das Voyager-System ist es ebenfalls möglich, sich für eine bestimmte Questlänge zu entscheiden, bevor man eine Quest überhaupt beginnt. Wobei anzumerken ist, dass eine längere Questreihe natürlich bessere Belohnung gibt als eine kürzere. Wie das allerdings genau funktionieren wird und wie man sich dazu entscheiden hat, ist leider noch nicht bekannt. Und jetzt wie immer an dieser Stelle, was ist neu in dem Gameplay, was wir sehen? Es gibt zwei neue Dinge, die wir gesehen haben. Und zwar erstens, wir sehen, dass die Quest in verschiedene Kapitel eingeteilt sind. So sieht man ganz am Anfang, dass da Chapter 1 steht, also Kapitel 1. Und dieses führt sich dann fort bis zu, in dieser Questreihe, anscheinend bis zu Kapitel 3, wobei es dann Kapitel 1, 2 und das Final Chapter einfach gibt. Und dass der Ertrag, den sie daraus bekommen, ungefähr bei 1300 Goldmünzen liegt. Ob das jetzt natürlich die gleiche Questreihe war, weiß ich nicht, aber 1300 Goldmünzen ist im Vergleich zu anderen Truhen, die wir gesehen haben, schon sehr, sehr viel. Dann zweitens. Wir sehen das allererste Mal, dass der Name einer Region, wenn man in eine neue Region anscheinend einfährt, eingeblendet wird. So sehen wir am oberen und unteren Rand erstmal schwarze Balken und darunter steht dann zum Beispiel, dass es die Shipwreck Bay ist. Und das zugehörige Zeichen für die Region und sogar für die einzelne Mini-Region, also für das einzelne kleine Gebiet. Da sehen wir das Schiff, was anscheinend am Untergehen ist. Und ansonsten sehen wir, glaube ich, für das Zeichen für die dunkle Region, das mit den Sturmwolken und dem Blitz unten. Viel mehr ist leider im Moment nicht zu sehen, allerdings meiner Meinung nach eigentlich ganz schöne Sachen. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr euch noch wünschen würdet von Sea of Thieves. Schreibt es mal in die Kommentare und an dieser Stelle bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und sage tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal, euer Chef.